Sehr gut. Es ist mir eine Ehre, derart energiegeladene Spielerin zu trainieren. So, dann. Ah, da sind wir. Ja, wo sind wir denn? Ah, hier. Hier vorne direkt. Wow. Die 29. Was ist schlimmer, als zu spät zum Training zu kommen? Ausrutschen und verletzt zugucken zu müssen. Michael! Wieso bist du zu spät? Ich hatte gerade ein Meeting mit Roger über Anlageoptionen und man muss spekulieren und akkumulieren und so ein Zeugs. Klar. Was machst du hier? Ich hatte ein paar Meetings für meinen Nummer 1 Klienten. Ha, deinen einzigen Klienten. Das Beste kommt immer zum Schluss, nicht wahr? Worum geht's? Ich muss zum Training. Wenn ich zu spät bin, macht Butler mich fertig. Die letzte Saison war hart. Aber du hast die Wende geschafft, den Liga-Cup gewonnen. Es ist so. Der Verein ist geteilter Meinung. Nein, 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 unmöglich. Das wird meine Saison. Ich führe dieses Team zum Erfolg, ja? Das ist der Spirit. Zum Beispiel in der Vorbereitung, nicht wahr? Und jetzt zeig mal diesem Club, wie wichtig du bist. Und denk dran, für mich bist du die Nummer 1. Danny? Ja, was? Training? Oh, Butler macht mich platt. Ich brauche einen neuen Job. Ja, gut. Ja. Vielleicht. Die besten Teams trainieren härter als alle anderen. Also ratet mal, was ihr heute machen dürft. Härter trainieren als alle anderen. Jetzt nicht so schwer. So, ein 3 gegen 3, der erste, der 5 Tore macht, gewinnt. Jetzt nicht allzu schwer. Würde ich mal behaupten. Ah. Sag ich und kassiere den ersten Gegentreffer. Hau mal einfach so rein, geht schon. Und dann auch bitte mal hier gewinnen. Ja. Wenn ich treffe, dann machen wir immer auch ein Tor. Ist gut. Das wäre aber toll, wenn wir in Führung gehen würden. Aber hey, es klang so, als würde jetzt Danny anlegen wollen. Cool. Danke, Führung. Du mal Zeit. Komm, Danny. Na ja, und. Ja, komm, hau mal rein. Nein. Wollen wir reingrätschen? Nee, komm, wir können nicht reingrätschen. Das macht mich traurig. Ja, okay. 5-4 ist okay. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, das ist alles, was zählt. Ja. Super Training, euer Einsatz hat mir gefallen. Vor allem der junge Danny Williams war großartig. Sehr perfekt. Kinderleicht. Wir machen die Verträge. Kommt auf dein Konto. Kommt direkt aufs Konto. Glaub mir, Mann. Dein Profit verdoppelt sich. In einem Monat. 2 maximal. Alles klar, Mann? Und? Haben wir einen Deal? Schick. Alles cool. Ich bringe heute Abend die Verträge, okay? Ja, okay. Läuft. Ciao. Bis später dann. Du, mein Freund, bist das Gesicht von Macmillans Frittenbuden, Mann.
Ja, du kriegst sogar Fritten auf Lebenszeit. 28 Filialen in England. Also wow. Nenn mich den Werbeguru. Du meinst McMillans? McMillans ja? Frittenbude? Millis? Ja, wo wir jeden Tag gegessen ja, haben. Ja, Millis. Ganz genau. Das ist großartig. Ja, und du hast die Wahl zwischen Radiowerbung und Fotoaufnahmen für Printwerbung. Und sowas in der Art. Was sollen wir machen? Eine zentrale Entscheidung. Lassen Sie sich nicht rückgängig machen. Auf die seine Mitspieler. Foto oder Radio? Nehmen wir Foto. Zeig, was du hast. Ja, das war schon immer mein Motto. Mann, bring mich vor die Kamera. Ja. Echt geil. Hey, Adidas als nächstes. Glaub mir, mach dir einen Namen. Mit großen Titeln, Spieler des Tages Awards. Dann kennt schon bald jeder The Williams. Mann, das ist Adidas. Ja, das kann sein. Mach nur. Danny Boy, the pipes are calling. Oh je, das ist Roger the Dodger, der Business Manager vom anderen Stern. Ich heiße Ringo, klar. Oh ja, mein Fehler, stimmt. Niemand hat dich je Ringo genannt. Seinen Spitznamen kann man sich nicht aussuchen, so läuft das nicht. Was? So haben mich in der Schule alle genannt. Wann? Als ich Schlagzeuger war. Hallo? Ist doch... Du hast einmal Triangel gespielt im Orchester und das auch noch falsch. Na, zweimal. Wie gehen die Geschäfte? Tatsächlich richtig gut, Michael. Roger hier hat für mich einen Werbedeal besorgt. McMillans Frittenbude. Mann, da haben wir gegessen. Oh, jeden Tag, oder Roger? Haben wir, Ringo. Apropos Deal, denk bitte an den Termin zur Vertragsverlängerung, ja? Am Tag des letzten Vorbereitungsspiels. Ja. Also gib im Fernen Osten alles und wir können im Geschäft sein. Aber locker bleiben, Kumpel. Deine Zukunft hängt davon ab, Danny. Oh je, oh je. Jetzt bei Alex? Ohne Dino ist es hier nicht dasselbe. Buenos días, chicos. Seid ihr fit? Konzentriert? Hoffentlich, denn heute braucht ihr das. Ja, ich frag mich zwar, wo Diego Simeone ist, aber ist okay. Gut. Dino ist anscheinend nicht mehr dort. Komisch, obwohl wir hier für ihn Titel geholt haben. Alles, was er brauchte? Okay. Vielleicht ist er tot? Weiß nicht. Was ist das Problem mit Dino? Elf gegen elf. Gut. Einer der wenigen Momente, in dem wir wirklich ein Elf gegen elf spielen, anstatt hier nur mit einem Spieler. Wie es ja dann in den Pflichtspielen der Fall ist. Ja, haben wir den? Den haben wir, sehr schön. Und Godin. Dele Alli bekommt nicht. Schade. Schade. Ich bin ja mal gespannt, wie lange der letzte Teil von The Journey gehen wird. Denn, der zweite Teil von The Journey, also in FIFA 18, hat ja circa 3 Monate gedauert, bis wir damit durch waren.
Jetzt haben wir natürlich einen Tag mehr bekommen, als es vorher der Fall war. Mal sehen. Ich glaube, man kann ja hier auch mit allen drei Charakteren spielen. Darauf freue ich mich am meisten, auch mal Spiele der Frauennationalmannschaft zu spielen. Und der Ball ging ans Außennetz. Also auch wenn wir gerade hier eine einzige Gelegenheit hatten, fehlt uns eben wieder Druck nach vorne. So, jetzt nochmal mit den Kombinationen. Da ist der Hunter, aber er bekommt nicht... Ellie hockt wieder irgendwo hinten. Das war ja schon beim letzten Mal unser Problem, dass wir Dilly Ellie nie anspielen konnten. Und auch hier wird er richtig blöd platziert. Das ist nicht so toll. Also das ist das Einzige, was mich hier immer noch am meisten stört, dass Dilly Ellie nicht der Sturmpartner ist, den wir eigentlich haben sollten. Nee, ganz im Gegenteil, wir haben einfach gar keinen Sturmpartner. Na, schön gemacht. Von Oblak, da ist Dilly Ellie, haut ihn drauf, boah! Und da ist Hunter und er bekommt ihn nicht! Er bekommt ihn nicht unter Kontrolle. Er bekommt ihn nicht. Schade. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Training hier geht. Ob es 2x45 Minuten sind. 1x45. Ich weiß es nicht mehr, wie es im letzten war. Dann wüsste ich natürlich, wie viel Zeit ich habe, um mir überhaupt einen Treffer zu machen. Aktuell kein gutes Spiel von Hunter. Sehr gut. So. Ja, das sieht gut aus. Ja, und dann die Vorlage für Morata. Oh, Alvaro Morata. Oblak wollte da hingehen. Da ist Griezmann, glaube ich. Ja, da ist Griezmann. Rodri. Ich glaube, es wäre die bessere Entscheidung gewesen, hätten wir Griezmann gelassen. Ah, Hernandez, sehr schön. 4 Minuten noch in der ersten Hälfte. Und dann machen sie das Tor. Dann machen sie das Tor in der 41. Spielminute. Und dann haben wir genau das, was wir nicht wollten. Torreira. Ja, Vorbereitung läuft bisher nicht so, wie wir es gerne hätten. Hoffentlich ist es dann im Vorbereitungsspiel ein bisschen anders. So, Jelly, Ellie, nee. Auch er kann da nicht wirklich viel machen. 3 Minuten gibt es drauf, aber... Ja, als ob wir da nochmal eine Gelegenheit bekommen. Nee, Hunter setzt ihn da in den Sand. Das war's. 0:1. Nicht so gut. Nicht wirklich so gut. Die schlechteste Leistung bisher. Okay, das war's. Muchas gracias, muchachos. Wir sind aber immer noch Stammspieler. Wahrscheinlich fürs Vorbereitungsturnier. Müssen wir mal gucken. Pommes gibt's ja eher nicht, oder? Ich kenne diese Superagenten sehr gut. Die bekommen die wichtigen Deals. Das ist vielleicht eine Riesenchance für dich. Alex. Miss Villanova. Freut mich sehr, Mr. Hunter. Nennen Sie mich Bea. Bitte. Ich erinnere mich an das FA Cup Viertelfinale. Dieses Pfund mit rechts und dann noch der Kopfball. Der Keeper hatte keine Chance. Jetzt weiß ich, wo Alex sein Talent her hat. Nun, wie können wir behilflich sein? Wie Sie wissen, Mr. Hunter, kommt man als Spieler irgendwann an den Punkt, wo man größer wird als der Sport, nicht wahr?
Man wird zur Marke. So wie CR7. Mein Team und ich von Villanova und Partner geben Alex die Chance, das nächste Level zu erreichen. Mit den richtigen Vorgaben und Gelegenheiten kann Alex zur Fußball-Ikone werden. Das übersteigt meine Erwartung. Ich glaube, zu hohe Ziele gibt es nicht. Bei deinem Talent und deiner Vermarktbarkeit solltest du das auch so sehen. Ziemlich beeindruckend. Es klingt sensationell. Aber ich habe einen Agenten. Lass den Quatsch, Junge. Ich war bloß eine Übergangslösung nach dem Debakel mit Michael. Beatrice könnte genau die Richtige sein. Eine Agentin für den großen Aufstieg. Mach dir nichts vor, Alex. Was ich dir anbiete, wird eine Menge Opfer von dir erfordern, Alex. Aber wenn du mit uns arbeitest, wird der Lohn deine kühnsten Träume übersteigen. Tja, wenn du das so sagst. Okay, bin ich ein Fußballer? Ja. Bin ich einer der Besten der Welt? Ja, klar. Okay, dann bin ich der Meister des Übersteigers Cristiano Ronaldo. Das ist etwas, wovon er träumt. Dann Alexander. Ja. Du bist doch nur neidisch, Mann. Wenn wir euch hier wegputzen, änderst du deine Meinung. Oh Mann, wir werden das Turnier gewinnen. Oh, meinst du? Na klar. Das werden wir ja sehen. Läuft alles wie geplant, was, Alex? Dad sagt, das Warten auf die Kaderbekanntgabe hat dich fertig gemacht. Tja, es lief alles, Dad. Danke, dass du es erwähnt hast. Kommst du zum Halbfinale, Dad? Nervt dein Bruder auch so? Als Scout hat man nie Feierabend. Ist auf jeden Fall nicht einfach. Geht ihr euch deshalb aus dem Weg? Ja, so in etwa. Okay, wir sollten los, Maus. Ein wenig Schlaf wäre gut. Ja. Der Jetlag macht mich fertig. Ruht euch ein bisschen aus. Es kommen wichtige Spiele auf euch zu. Doppelter Einsatz? Na klar. Also gut. Mach mal. Bin ich ein Promi? Ja. Okay. Sportler?